Nein, die Zeiten, wo es 5 vor 12 war, sind vorbei. Darin sind sich die Aschersleben Händler einig. Und deshalb haben sie zusammen mit anderen Selbstständigen und Gewerbetreibenden zur Aktion Wir gehen auf die Straße aufgerufen. Der Einzelhandel ist nachweislich, und das zeigen ja auch die aktuellen Zahlen, kein Treiber der Corona-Pandemie. Und insofern muss es dann auch im Umkehrschluss eine Öffnungsperspektive für den stationären Einzelhandel, aber auch für viele andere Dienstleister, die in der Innenstadt auch tätig sind, geben. Und das nicht irgendwann, sondern in wirklich naher Zukunft. Dass es dabei an Konzepten nicht mangelt, haben die Akteure während ihrer Protestaktion eindrucksvoll bewiesen. Jetzt ist Frühling und alle könnten hier wieder loslegen, natürlich unter Voraussetzung von den ganzen Konzepten. Aber dass im Prinzip auch jeder einzelne Bürger sieht, wenn wir uns vernünftig zusammen verhalten, könnten wir jetzt eigentlich eine Lösung finden, ohne dass jemand dabei krank wird. Ja, indem man einzeln eintritt oder tatsächlich vielleicht so einen Verkauf hier vor der Tür macht. Ja, und irgendwie könnte man eine Lösung finden. Und auch die Partnerstadt Peine unterstützt die Aschersleber. Wir haben ein Geschäft in Peine und auch hier in Aschersleben. Und da Aschersleben die Partnerstadt von Peine ist, habe ich ein paar Freunde mitgebracht und die unterstützen Aschersleben in dem, was sie heute hier machen, dass es hier bergauf geht. Und wir hoffen auf eine baldige Öffnung. Und da sind sie wohl nicht alleine, denn sowohl die Einzelhändler, die Gewerbetreibenden und Selbstständigen, aber auch die Dienstleister der Region mit ihren Angeboten und nicht zu vergessen die Gastronomen hoffen, dass in naher Zukunft eine Öffnungsperspektive ihnen einen Weg zeigt, damit am Ende nicht alle Angebote immer nur zum Mitnehmen bleiben.